dann brauchst du eben an ganz vielen Stellen die Dienstleistungen von Banken heute nicht mehr. Ich darf ganz herzlich begrüßen im Studio von Was Bitcoin Bringt in 1090 Wien, Frank Schwab. Hallo Frank. Hallo Nico. Du hast dir Zeit genommen, um nach Wien zu kommen. Herzlichen Dank dafür. Wir haben uns kennengelernt vor kurzem in Kreuzlingen am Bodensee, wo du der Eröffnungsredner eigentlich der Konferenz warst. Du bist ursprünglich Banker, kommst aus der Deutschen Bank, heute Aufsichtsratmitglied von drei Banken, aber ich lasse dich das lieber erzählen. Also wie kannst du kurz zusammenfassen die Geschichte von Frank Schwab und Bitcoin? Ja, also 20 Jahre, wie gesagt, bei der Deutschen Bank, von der Ausbildung eben bis zum Direktor für Innovation und Architektur. Ich denke, das Wesentliche, was auch dann zum Thema Bitcoin von dort aus zahlt, ist, auf der einen Seite war ich Bereichsleiter für Online und neue Medien, hieß es damals. Da haben wir dann unter anderem eine Yahoo-Kreditkarte mit eCash gemacht. Auf der anderen Seite haben wir auch mal sowas wie ein frühes Mobile Banking im Jahr 2001 schon entwickelt und auch auf den Markt gebracht. Das heißt, beides Entwicklungen, die praktisch Vorläufer waren. Also eCash eben eine zentrale digitale Währung und auf der anderen Seite Mobile Banking, damals noch auf dem WAP-Standard, bevor es eben 2007 zu dem iPhone-Moment kam. Ja, nach 21 Jahren Deutsche Bank war ich an so einem Scheidepunkt zu überlegen, bleibe ich jetzt den Rest meines Lebens dort oder wage ich doch mal noch selbst was, und bin dann Berater erstmal geworden ab 2010. Und in der Zeit war, denke ich, sozusagen auf der einen Seite 2013 Gründung Fintech Forum, auf der anderen Seite das Thema Fidor Bank. Also ich bin als Vorstand und CEO der Fidor Solutions nach München gegangen. Fidor Bank war damals 2013 die erste und einzige Bank, die an die deutsche Plattform bitcoin.de die Banklizenz gegeben hat und da auch, sagen wir mal, sehr schnell und sehr früh ein Real-Time-Settlement zwischen eben Euro und Bitcoin zur Verfügung gestellt hat. Und auch tatsächlich 24x7. Und auch so, hat dann damals auch so einen Expresshandel gemacht. Das war sozusagen der erste Berührungspunkt mit Bitcoin. Ich habe auch 2011 schon mal davon gehört, hat aber eben nach der sozusagen Erfahrung mit eCash daran wenig geglaubt. Mhm. Dann eben mit der Fidor Bank 2014, 15 war das dann eben schon anders. Und so bin ich dann so ein bisschen auch in diese Welt eher, also getrieben durch den Beruf, weil die Fidor Bank hat auch so ein Ripple Gateway als erstes gemacht, aber vor allem dann eben auch an dem technischen Interesse, wie funktioniert das, ausprobieren, mal kaufen, mal verkaufen, einfach mal das komplett auszuprobieren. Und ja, seit 2013 bewege ich mich eben in dem Umfeld von Bitcoin und Kryptowährung, vor allem aus privatem Interesse. Die Fidor Bank ist mir natürlich auch gut in Erinnerung, weil ich habe tatsächlich 2013 meine allerersten Bitcoin über bitcoin.de gekauft. Natürlich nicht gehalten, ja, sonst, ja, also die Story können wir, erzähle ich hier auch immer wieder, nein, nicht gehalten, also schon gehalten, aber wieder verkauft dann irgendwann mal und auch nicht abgezogen, aber das war schon interessant, weil bitcoin.de gibt es ja bis heute. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute noch so funktioniert, aber damals war es so, da musstest du also, hast du quasi einen Preis gematcht mit jemandem anderen, dann hast du an die Fidor Bank Geld überwiesen, dann hat die Fidor Bank gesagt, passt, wir haben das Geld, dann konnte er die Bitcoin direkt auf eine Adresse von dir überweisen und dann hat die Bank das Geld freigegeben. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, das war sehr früh, also wenn du praktisch dein Konto direkt hinterlegt hast und direkt eine Schnittstelle gebildet hast, dann konntest du praktisch auf bitcoin.de einen Betrag, einen Euro-Betrag reservieren und dann direkt handeln. Bitcoin.de funktioniert nach wie vor wie eine Börse, ne? Also
du hast permanente sozusagen Einzelstückzahlen im Kauf bzw. Verkauf und kannst dann direkt auf eine Position entsprechend handeln. Aber sozusagen die Geldabwicklung passiert tatsächlich dann im Dunkeln hinter und du musst nichts überweisen, sondern es passiert alles automatisch. Insbesondere, wenn du eben die Express-Funktionalität machst. Also wenn sozusagen, das bedeutet, also der Prozess ist wie folgt. Wenn beide Kunden bei der Fidor Bank letztendlich ein Konto haben und beide ihr Konto mit der Plattform Bitcoin.de jeweils verknüpft haben, matcht die Fidor Bank sozusagen die Euro-Beträge dunkel im Hintergrund im Realtime. Okay. Und vorne kriegst du dann eben auch den Austausch deiner Bitcoins, solange es halt dauert, bis es im entsprechenden Wallet, das da auf Bitcoin.de hast, übertragen wirst, was aber in der Regel auch Realtime ist. Gut, ich meine, da wird sich sicher viel weiterentwickelt haben, auch seitdem ich das erste Mal, ich habe sicher nur die Basisfunktionalität verwendet, sage ich mal, ja, weil ich war damals Journalist, ich habe mir das einfach nur, ich wollte es einfach ausprobieren, also ich habe darüber geschrieben und dann habe ich mir gedacht, okay, du musst Bitcoin auch ausprobieren, aber wie ich schon zugegeben habe, ich habe es nicht viel ausprobiert, weil ich habe das einfach dort liegen lassen und dann auch das Passwort für Bitcoin.de verloren und dann wieder gefunden, also, aber gut, wir sind ja nicht hier, um über meine traurigen Investmentgeschichten zu reden. Stichwort eCash, das ist so, klingt so nach der Kombination aus Dotcom-Bubble, Yahoo, Kreditkarten. Das ist sehr interessant, weil wir neigen ja dazu, sozusagen die Technologie zu überschätzen am Anfang. Und damals war das offenbar auch so ähnlich. Also was war überhaupt eCash? Erzähl das mal. Na, auf der wesentlichen Seite ging es erstmal darum zu sagen, wie kann eine Bank mit so einem, also Yahoo war damals eines der wertvollsten Unternehmen überhaupt auf der Welt. Ne? Das war jetzt welches Jahr? Das war 2001. Mhm. Ne? Das war praktisch das damals, also was Google heute ist, war damals Yahoo. Und man hat gedacht, Yahoo übernimmt sozusagen das Internet. Und von daher war es also mal der erste Schritt, das Thema, dass Yahoo auch eine Kreditkarte hat, eine Bankfunktionalität und in dem Fall eine co-branded mit Deutsche Bank 24, was eben in Deutschland oder überhaupt im deutschsprachigen Raum absolut innovativ war. Und es hat praktisch den Privatkunden angesprochen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite praktisch, ich denke, das, was Yahoo tatsächlich beeindruckt hat, dass wir gesagt haben, hier diese Kreditkarte, hat eben auch eine Zusatzfunktionalität, nämlich das eCash. Das Ganze hat darin gegipfelt, dass Yahoo hatte damals einen Bereich, das hieß Mein Yahoo Finanzen. Und da konntest du dann dein Online-Banking, also dein Kontostand, die Überweisung zumindest komplett sehen. Das war im Jahr 2001, ne? Also das, was wir heute über Open Banking kennen, das haben wir damals schon umgesetzt gehabt und eben Leute, die eine Yahoo, Deutsche Bank 24 Kreditkarte haben, haben dann eben nicht nur sozusagen ihre Kreditkartenumsätze, Kontoumsätze gesehen, sondern hatten eben auch die Möglichkeit, das in eCash zu tauschen und dann wiederum mit eCash und ich weiß nicht, also ich glaube, einen Shop ausprobiert und es gab drei, vielleicht gab es 12 Shops, aber viel mehr gab es nicht, weltweit, ne? Mit denen du dann bei eCash mit eCash bezahlen konntest. Online oder physisch? Nee, online. 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 Alles aber online. Was war das, eine Stablecoin? Also war das gebunden an eine normale Währung oder wo kam der Kurs her von eCash? Das ist eine gute Frage. Also gefühlt, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Also gefühlt war der sozusagen Dollar notiert. Ich denke es mir auch. Wie gesagt, ich habe es einmal ausprobiert und ich denke, ich habe dann praktisch mit meinem Konto das auf Dollar aufgeladen und dann in Dollar sozusagen mal eine Transaktion gemacht. Wie gesagt, das ganze Ding ist ja letztendlich nicht geflogen. Aber es war halt sehr interessant, dass du, ich meine, wenn wir heute über so Sachen wie, was weiß ich, Bitpanda oder Bitwala, Nori oder inzwischen gar nicht mehr existent,
sprechen. Das sind ja so die neuesten Geschäftsmodelle hier. Da hast du ja auch genau das, ne? Da hast du halt ein Konto, eine Karte, hast Euro oder. Da wird es umgetauscht, genau. Und dann hast du halt deine Bitcoin. Und genau das gab es eben schon. Und zwar in genau dieser Funktionalität und schon fast, also auch die Convenience war damals schon vergleichbar hoch wie das, was wir heute eigentlich dann haben, mit sowas wie Bitpanda oder Xapo oder was halt dann die Modelle sind, Binance, wo eben auch du hast, kannst eine Dollar haben, kannst einen Euro haben, kannst die Karte drauf haben und kannst dann deine Kryptowährung drauf haben oder Bitcoin. Aber was auch interessant ist, ist, dass Yahoo damals den Mut hatte, das zu machen und auch ein quasi als Fintech, eigentlich ein Fintech-Unternehmen damals auch zu sein. Und gleichzeitig heute ein Google bis jetzt Bitcoin eigentlich nicht angreift. Was wir jetzt sehen, ist Apple, das steigt ein ins Bankgeschäft und bietet auch Zinsen an, aber die großen Tech-Unternehmen lassen bisher von Bitcoin eigentlich die Finger. Von Bitcoin jein, ich meine PayPal, ja. Hat sogar ganz nennenswerte Bestände inzwischen. Also tatsächlich nennenswerte Bestände in Kundenverwaltung. Es gab mal eine Zeit lang, dass eben Bitcoin eben zumindest akzeptiert wird auf verschiedensten Handelsplattformen. Das war jetzt einmal die letzten 2 Jahre wieder so ein bisschen im Hintertreffen, kommt aber, denke ich, gerade wieder, weil die Schnittstellen für die Shops und die Shopware-Hersteller immer stärker bedient werden. Also ich meine, wenn man eben über das Ganze nachdenkt, das Ganze verbreitert sich halt erst dann, wenn eben auch eine Vielzahl von Prozessen bedient wird. Letztendlich, solange im normalen Kartenterminal an der Ladenkasse oder eben im Checkout-Prozess im Online Bitcoin noch nicht permanent erscheint, solange ist es eben dann auch schwer, es tatsächlich zu nutzen. In dem Moment, wo, ich sag mal, plötzlich alle Endgeräte vor allem sozusagen in den Checkout-Prozessen, ob physisch oder online, tatsächlich eben auch Bitcoin akzeptieren, wird das natürlich vollkommen anders. Also, und ich glaube, das ist eben schon eine Voraussetzung dazu. Und vor 20 Jahren gab es das halt im Prinzip gar nicht. Also für eCash oder vielleicht gab es dann irgendwann 100 oder 1000 Shops weltweit, aber das ist halt einfach nichts. Ja? Und vor allem ist es nichts, solange Amazon und eBay da nicht direkt drin hängt. In dem Moment, wo aber die supergroßen sozusagen Ketten das anfangen zu akzeptieren, dann setzt sich auch, also dann wird eben auch der Bitcoin ein ganz ernstzunehmendes Zahlungswährung. Und ich denke, davon hängt es eben auch sozusagen sehr praktisch dann von ab, wenn wir eben über die Nutzung in der Breite sprechen. Mhm. Und wenn wir jetzt da auf Kreuzlingen zurückkommen, wenn ich ja jetzt über Bitcoin Lightning nachdenke, das hat mich dann schon auch beeindruckt, wie weit wir, also das letzte Mal habe ich erst vor 2 Jahren da so richtig reingeguckt. Und ich gucke immer so auf Kundenconvenience, also wie einfach kannst du es denn nutzen? Und das war noch gar nicht einfach zu nutzen. Also wenn ich selbst Schwierigkeiten damit habe, eben eine App zu installieren, die Knöpfe zu drücken, Keys einzugeben und so weiter. Wenn das für mich kompliziert erscheint, dann ist vollkommen klar, dass das für die Breite der Masse vollkommen untauglich ist. Und jetzt in Kreuzlingen war ich dann schon beeindruckt, dass ich praktisch so ein Bitcoin Lightning Wallet innerhalb von 2 Minuten downloaden konnte. Innerhalb von 10 Sekunden hat mir jemand so ein paar Satoshis rübergeschoben und 20 oder 5 Minuten später hatten wir ein 40-Sekunden-Video im Kasten, wo ich tatsächlich an einem Bitcoin-Automaten, also an einem Automaten, der Bitcoin Lightning akzeptiert, Nuts gekauft habe. Das ist schon sehr beeindruckend. Das heißt, dass jetzt, sagen wir mal, meine Kinder
die Digital Natives sind. Da ist jetzt nur noch eine Frage, wann die auf die App stoßen und wenn die auf einen Automaten stoßen, der es akzeptiert. Und für die wird dann die Nutzung ganz natürlich sein und ganz normal. Hast du die NFC-Karte auch ausprobiert? Nee, die habe ich nicht ausprobiert. Ich habe die zwar gesehen, also er hat bei mir nicht funktioniert und hinterher haben wir rausgefunden, warum. Weil wir in einem Gebäude waren, wo dann das WLAN letztendlich den Server blockiert hatte. Ah, verstehe. Und da, wenn man da 10 Zentimeter an der falschen Stelle mit dem sozusagen Lesegerät war, und das waren wirklich nur 10 Zentimeter, wobei das sind halt dann so, der Teufel steckt im Detail, das kann dir eben auch beim Aufstellen an der Kasse im Checkout im Supermarkt passieren, wenn du es einrichtest, aber wenn das sozusagen mal alles auch sauber getestet ist, dann passiert es nicht mehr. Und von daher, also technisch, glaube ich, sind wir jetzt so weit. Das waren wir vor 2 Jahren noch nicht. Also da konnte ich das in der Geschwindigkeit noch nicht sehen. Wenn das Settlement dann 20 Minuten dauert, dann ist es einfach nicht im Checkout geeignet. Mhm. Das ist mit Lightning jetzt anders. Und ich fand das eben sehr interessant. Das wird jetzt sehr, sehr interessant sein zu beobachten, wie lange das dauert, bis man letztendlich dann diese Hardware in die Standard-Hardware bekommt. Weil daran arbeiten ja einige, so wie Lieber auch, die dort in Kreuzlingen auch die Point of Sales gemacht haben, die sind da schon dran, ja. Ja, aber die sozusagen der echte, sag mal, Proof Point ist, also was man verstehen muss, ist, diese Hardware, also diese Terminals im Retail, die haben eine Lebensdauer. Und die werden so alle, ich sag mal, 6 bis 10 Jahre, je nachdem, über was wir reden, nur ausgetauscht, weil denen halt abgeschrieben werden muss. Das heißt eben nicht, dass sozusagen jetzt, also NFC war in Deutschland lange Zeit gar nicht im Einsatz. Und es hätte auch gar nicht kommen können, weil die Terminals noch nicht bereit waren, komplett abgeschrieben zu sein. Weil sie noch nicht ausgetauscht wurden. Die wurden noch nicht ausgetauscht. Und vor 3 Jahren, also wirklich kurz vor der Pandemie, wurden die ausgetauscht. Und nur deshalb konnte praktisch während der Pandemie dieser irre Wachstum beobachtet werden. Wäre das 2 Jahre vorher passiert, die Pandemie, wäre das NFC-Thema und das kontaktlos Bezahlen nicht abgehoben. Mhm. So, und das sind so die Sachen, die man, denke ich, beobachten muss und berücksichtigen muss. Ich sage mal jetzt in Deutschland zum Beispiel Shopware ist irgendwie 10.000 Mal in Shops drin. So, und jetzt halt die Frage, was ist das Zahlverfahren im Standard-Checkout-Prozess? Und wie weit davon entfernt ist ein Bitcoin-Modul? So, und welches Interesse hat letztendlich ein Händler, das Bitcoin-Modul zu aktivieren? Was am Ende sogar nur eine Konfigurationssache ist, da muss noch immer groß was rumprogrammiert werden. So, und das sind die Stellschrauben, die es zu überwinden gibt. Wenn die überwunden sind, gibt es praktisch keinen Halt mehr. Auch was Bitcoin in der breiten Anwendung liegt. Wobei letztendlich muss man dann halt immer bedenken, also ich habe kurzem da mit meinem Sohn drüber gesprochen, wo ich ihm halt auch gesagt habe, hier, was ich in Kreuzlingen alles gesehen habe und erlebt hat. Und habe ich gesagt, hier, also, du wirst doch bestimmt dann damit zahlen. Dann sagt der, bist du verrückt? Ich zahle doch nicht mit meinen Bitcoins. Das ist die sozusagen die ökonomische Überlegung, dass ich mir die Bitcoins nicht hergeben möchte. Genau. Ja. Genau. Ja, ja, das fand ich halt auch eine sehr interessante Aussage, dass er sagt, alles fein und gut, wenn ich jetzt damit auch bezahlen kann. Aber warum sollte ich das tun? Weil ich möchte meine Bitcoins eigentlich behalten, weil auch seine Annahme ist, dass das auch ein Wert steigt. Gut, das ist natürlich verständlich und das ist ich sage jetzt mal, inhärentes Problem unter Anführungszeichen, das wir so schnell auch nicht lösen werden, weil je stärker Bitcoin adoptiert wird, desto stärker wird der Preis steigen und dann hast du das Problem. Aber, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich sehe es bei mir selbst und ich sehe das bei vielen Leuten, die schon länger in Bitcoin drinnen sind, dass
der Einsatz als Zahlungsmittel schon sehr attraktiv ist. Und ich meine, ich Grüße und viel Liebe geht raus an alle, die über Value for Value Satoshis schicken, ja, und diese, gerade diese Mikrozahlungen, also wirklich kleine Zahlungen, die über Lightning Network wieder gehen, hier mal 5 Euro, da mal, ja, das macht schon verdammt viel Bock. Ja, unbedingt, deswegen mache ich das inzwischen noch so, wenn ich tatsächlich was mit Bitcoin bezahle, decke ich es dann vorher beziehungsweise nachher wieder ein. Genau, genau. Oder also man, ja. So mache ich das. Ne? Also ich tue dann tatsächlich, da, nicht notwendigerweise auf dem gleichen Wallet, aber wenn ich irgendwo was bezahlt habe, dann stelle ich sicher, dass ich mir das wieder an anderer Stelle zurückhole. Aber das ist das eine. Also das ist die physische Shops, nicht? Ich gehe in ein Geschäft, ich kaufe mir was, ich bezahle dort. Online müsste ja, hätten wir ja diese Point-of-Sale-Abschreibegeschichte nicht. Da könnte man das ja schon früher umstellen. Ja, das war ja das Shopware-Beispiel. Shopware ist ja in Deutschland ein Shop-Software. Ah, okay. So wie, bei 10.000 Online-Händlern. So wie Stripe. Ja, ja. Bei Zehntausenden von Online-Händlern im Einsatz ist. In dem Moment, wo da die Händler anfangen zu verstehen, dass sie einen Vorteil haben, wenn sie auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, dann wird das natürlich auch interessant. Also, es gibt sogar verschiedene Anbieter von Zusatzmodulen bei Shopware, die eben dann Bezahlung per Bitcoin ermöglichen. Mhm, okay. Ich habe mal einmal eine Bitcoin-Paywall bei einem Blogartikel gesehen, also eine Lightning-Paywall. Ja, ja. Das ist großartig, weil da muss ich mich nicht anmelden. Ich kann den einen Artikel bezahlen und wenn ich wirklich weiterlesen will und der Artikel kostet umgerechnet 20 Cent, ja, natürlich zahle ich das. Ja. Und theoretisch könnte ich ja bei Bitcoin, bei Lightning sogar es so machen, dass am Schluss dann nochmal das Angebot steht, ja, und wenn es dir nicht gefallen wird, bekommst du dein Geld zurück. So kannst du dann, hast du gar keine, ja, und das keine Risiken. Ja, das sind auch genau die Anwendungsfälle, die eben mit jetzt diesen neuen Technologien geschaffen werden. Also das sind genau die Anwendungsfälle, die ich auch sehe. Immer wenn ich sozusagen einen geblockten Artikel habe, schreckt mich das eigentlich ab, nicht wegen dem Geld, sondern wegen dem Prozess. Ja. Und das passiert mir permanent, dass ich da irgendeinen Artikel von irgendeiner Zeitschrift halt gerne komplett lesen würde. Ich aber keinen Bock habe, dann jetzt ein Abo abzuschließen und eine Einmalzahlung mit Registrierung und allem drum und dran. Also da denke ich dann meist, nee, also so wichtig kann der Artikel nicht sein, dass ich jetzt irgendwie 5 Minuten brauche, überall meine Daten zu hinterlegen. Klar, in dem Moment, wo praktisch das mal in der Medienindustrie kapiert wird, dass das tatsächlich eine neue zusätzliche Einnahmequelle ist, da denken die halt einfach falsch. Die denken, alle Prozesse sind auf das Abonnement ausgerichtet und ich würde sagen, die würden deutlich mehr verdienen, wenn sie das umstellen würden und verstehen würde, es gibt Leute, die eben Abonnement wollen, weil sie eben nicht immer einzeln zahlen wollen. Aber es gibt unter Umständen eine viel größere Menge von Lesern, die einfach nur den einen Artikel, weil von wie vielen Zeitschriften sehe ich den Artikel? Hunderten im Zweifelsfall. Also definitiv 100 weltweit. Insbesondere, wenn man auch international so ein bisschen tätig ist. Ja, India Times und was weiß ich, aus dem Nahen Osten, die ganzen Zeitschriften, die es da so gibt. Ich würde nie auf die Idee kommen, die alle zu abonnieren, aber ich würde mich schon dafür interessieren, auch mal den ein oder anderen Artikel tatsächlich zu lesen und zu kaufen. Es hat sogar noch einen zusätzlichen psychologischen Faktor, glaube ich, weil wenn ich für den dann bezahlt habe, dann lese ich ihn auch wirklich. Dann lasse ich mich auch nicht ablenken von Twitter und Ding und Surf, sondern dann lese ich das Ding, weil ich habe ja gerade dafür bezahlt. So sieht's aus. Aber ich glaube, dass bei den Medien, ich komme ja aus den Medien, ich glaube, dass das ganz ähnliches Problem ist wie bei den Banken. Die hatten diese Einzelbezahlmodelle, das hat aber vor 10 Jahren nicht funktioniert und damals hat man das als gescheitert abgestempelt und jetzt ist eben das Abo-Modell, da kann ich dann lange rechnen und so weiter. Aber für uns User ein völliges, inzwischen wirklich ein Desaster, weil du googelst etwas und landest nur
Paywalls, außer beim Öffentlich-Rechtlichen, da ist dann keine Paywall, da kann ich es dann lesen. Ja? Aber es ist halt nur für die absoluten Mainstream-Sachen und für die Spezialisierten geht es halt nicht. Ja? Ja. Ist eine Frage der Zeit. Ich denke, wenn der erste große geknackt ist, dann fallen die anderen um. Es muss nur der erste große, was weiß ich, eine New York Times oder irgendein in Deutschland eine FAZ, wenn einer der Großen das umstellt oder Manager Magazin, Spiegel, was auch immer, wenn einer anfängt, das umzustellen und damit erfolgreich ist und man sozusagen den echten finanziellen Nutzen in der Bilanz ablesen kann, wenn alle anderen folgen und zwar ganz schnell. Glaubst du, dass das Image von Bitcoin da überhaupt eine Rolle spielt, im Positiven oder im Negativen, weil gerade die New York Times oder auch die FAZ sind jetzt nicht gerade bekannt für, ich sag mal, wohlwollende Berichterstattung. Also sie schreiben oft einen ziemlichen Unsinn. Ja, aber zu jedem Thema schreiben sie ja negativ. Das ist ja inhärent in Medien. Also das ist ja nicht Bitcoin-spezifisch. Zu allem anderen schreiben sie ja auch negativ, weil sich halt negative News einfach deutlich besser verkaufen wie positive. Ich glaube, wenn der erste Große damit Zusatzgeld verdient, weil er einem auch das Modell verändert, dann ist es denen scheißegal. Also ich glaube, wir haben keine ideologischen Manager. Das gibt es meines Erachtens nicht mehr. Wir haben Manager, die am Ende über den geschäftlichen Erfolg definiert werden. Und manche machen vielleicht mehr, als man sollte für den geschäftlichen Erfolg. Aber wir haben halt auch wenige, die viel riskieren. Also das muss man halt auch sehen. Mhm. Es wird ja, halt klar. Immer, also irgendwas zu verändern, ist eben das Schwierigste, was ein Unternehmen machen kann. Und das fängt beim verantwortlichen Manager an. Der möchte auch nichts verändern. Das ist mal die Grundhaltung. Die dann was verändern, die haben ja dann auch oft den First-Mover-Advantage. Also und das sind wenn's eben klappt. Wenige. Ja, wenn es klappt, aber es klappt ja, es gibt ja viele Beispiele, wo Innovationen auch geklappt haben. Also ich meine, was haben die denn Elon Musk am Anfang ausgelacht, als er mit seinem Batterieauto da gestartet hat? Heute lacht kein Autokonzernmanager mehr darüber, sondern die finden es alle ganz furchtbar. Oder ganz cool, weil sie jetzt selbst Batterieautos im Programm haben. Na, cool finden sie es nicht. Ich glaube, sie finden es nach wie vor furchtbar, weil sie gezwungen wurden von einem, der eben gezeigt hat, dass man Dinge eben auch anders machen kann und dass es auch anders funktioniert und damit sogar Profite erzielt werden. Und am Ende funktioniert halt die Welt doch, sie ist halt profitgetrieben. Also man hat halt so lange gelacht, bis er die ersten sehr positiven Quartalsergebnisse produziert hat. Und dann hat keiner mehr gelacht, sondern jetzt rennen alle hinterher, ihren eigenen Programm. Ich finde das hochinteressant, dass du sagst, es gibt keinen ideologischen Manager, weil auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Manager alle ideologisch mit ihren ESG und Dings, Daster. Nein, das ist ja aus meiner Sicht eher politikgetrieben. Also das ist ja, die Manager erkennen Trends, in dem Fall Megatrends, und dann setzen sie sich drauf. Aber dann machen sie, also zeig mir mal Manager, die vor 10 Jahren auf ESG gesetzt haben. Also ich war vor 30 Jahren Mitglied an der Universität Mannheim des Vereins Umwelt und Wirtschaft. Mhm. Ja. Da war ich ziemlich alleine. Also das war eine Truppe von 30 Idealisten. Ich würde mich da noch nicht mal richtig dazu zählen, sondern ich fand einfach den Gedanken schön, drüber nachzudenken, wie passen eigentlich Wirtschaft und Umwelt zusammen, gerade in so einer Arbeiterstadt wie Mannheim. Und habe verstanden, dass da das eine das andere bewirken muss. Ohne dass ich jetzt da irgendein Verfechter von wäre. Ich will nur sagen, das waren 30 Leute von 10.000 Studenten. Mhm. Heute ist ja jeder in so einer Sache und jeder Manager hat das Thema für sich erfunden. Darf man damals, also
war keiner der Manager, die ich kenne, da mit dabei. Aber das heißt, dass quasi die Innovatoren von morgen oder die Innovatoren eigentlich von heute sitzen jetzt wieder in so einer kleinen Gruppe mit 30 genau. Leuten zusammen genau. Und werden eigentlich ignoriert, größtenteils. So ist, genau, so sieht es aus. Also zumindest so ist meine Welt, Sicht auf die Welt. Wobei das, also ich sag mal so, ich kann das eben auch beobachten. Ich habe auch ganz viele Bücher und Erfahrungen zum Thema Innovation im Großunternehmen gemacht und mich mit so Sachen auch beschäftigt. Und also zum Thema Innovation oder Zukunft, gibt es dann so eine Redewendung, die Zukunft ist immer schon da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Es gibt irgendwo eine Truppe auf dieser Welt oder sogar mehrere. Das ist ja auch das Interessante. Es ist eben nicht nur eine Truppe, sondern an verschiedenen Stellen auf der gleichen Welt arbeiten so ein paar Gleichgesinnte. Und irgendwann finden die sich sogar auch. Aber eine ganze Weile sind sie erstmal allein und isoliert. Natürlich in der zunehmend vernetzten Welt nicht mehr so sehr. Ja. Nicht mehr so sehr, ja. Und da wird die Zukunft entwickelt sozusagen oder gedacht. Manchmal hat man das Glück und ist da dabei. Und manchmal hat man Glück, ist dabei und kann sogar Nutzen draus ziehen. Manchmal ist man nur dabei. Die Bitcoiner sagen jetzt, Moment, das sind ja wir. Ja, aber das sind ja, also mit fast 100 Millionen Wallets sind sie jetzt nicht mehr. Also ich war 2013 tatsächlich mal eingeladen in einer Veranstaltung, wo einer der ersten 30 Core-Bitcoin-Entwickler mit dabei war. Aber ich würde jetzt den Namen nicht nennen, aber und überhaupt Leute dabei waren, die ganz vorne in der Entwicklung mit dabei waren, wie Chad McLabe zum Beispiel. Also der war da mit dabei, ne? Das ist der Gründer von Ripple, der Gründer von Stellar. Der war ja auch bei Mt. Gox involviert, oder? Nicht involviert. Er hat sie als Surfer aus der Westküste über Nacht erstmal in der ersten Version selbst entwickelt. Der hat die ersten Webseiten entwickelt, wo du halt Bitcoin mit kaufen und verkaufen konntest. Das, was mit Mt. Gox dann war. Gut, aber ich verstehe, was du meinst, wenn man schon so früh dabei war, dass man sagt, okay, damals war es wirklich klein, aber für den Scope, den es erreichen könnte, wenn wir zum Beispiel das Lightning-Netzwerk als Zahlungssystem im Internet oder einführen, das hat ja noch nicht mal wirklich angefangen dann. Ja, das stimmt, aber also da muss man halt dann auf die Gesamtverteilung, also es ist halt interessant, dass bei 8 Milliarden Menschen es ist tatsächlich so, dass fast jeder Gold hat. Also fast jeder Mensch hat irgendwas, und wenn es nur ein Stück Zahn oder Ehering. Ein Ehering oder sonst irgendwas ist, hat ein Stück Gold. Ich glaube, es sind 6 Milliarden von den 8. Das ist mehr als Bankkonten, ne? Also oder Handys oder Internetanschlüsse. Ja, Internetanschlüsse sind wir auch nicht so schlecht. Also Handys sind wir auch nicht so schlecht. Ja. Also das trifft schon ähnliche Dimensionen. Aber das hat halt Jahrtausende gedauert. Deswegen sind wir halt mit den 100 Millionen im Vergleich zu den 8 Milliarden da natürlich noch in einer sehr frühen Phase, aber wir sind halt nicht mehr bei den 30, sondern wir sind halt jetzt in der Phase der Innovatoren und am Anfang vielleicht der frühen Adaptoren, also eben der Early ersten Adopters, ja. Early Adopters. Es gibt ja so ein Marketingmodell und das passt eigentlich ganz gut, um sich zu verorten, um auch zu sehen, was eigentlich jetzt noch alles kommen muss, damit das sich tatsächlich ausbreiten kann und welche auf welche Stellschrauben man letztendlich auch gucken muss, um abschätzen zu können, wie weit sind wir denn dann für die nächste Phase der, also ne, die Early Majority, also die frühe Mehrheit, wäre dann irgendwann sozusagen das nächste große Block an Menschheit. Es wären dann halt der Unterschied zwischen irgendwie 100 Millionen und 1,5 Milliarden. Ja. Yeah. Na, und klar, und die haben wir aber noch nicht, sondern da müssen wir überhaupt erst noch reinkommen
Und da müssen eben so Technologien wie Lightning auf der einen Seite, aber dann eben auch die Akzeptierung dessen in den Shops online wie auch gegebenenfalls offline, das muss halt alles erst noch passieren. Und natürlich, du hast auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt, bist du davon überzeugt, dass das der Weg ist, dass das passieren wird, oder gibst du dem eine hohe Wahrscheinlichkeit? Also aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit 100%. Okay. Mein Buch ist über Kryptowährungen im Allgemeinen, nicht über Bitcoin im Spezifischen, wobei ich auch da sehr viel über Bitcoin argumentiere, sagen wir zumindest die, die es gelesen haben. Die sprechen sich dann tatsächlich eher auf Bitcoin als auf Kryptowährungen generell, weil das Buch ist über, heißt ja, das Geld von morgen, über Kryptowährungen im Allgemeinen. Und genau das Beispiel, ich habe da sicherlich, ich schätze, über 100 Beispiele gebracht, aber im Kern glaube ich so 16 Beispiele, die genau das so sagen, wie du das gesagt hast mit dem Bitcoin Lightning im sozusagen Checkout-Prozess in den sozusagen was Medienkonsum betrifft. Also eine meiner Thesen ist es, auch aus der Erfahrung Yahoo heraus, ne? Alle haben gedacht in 2000, was soll jetzt noch kommen? Genau. Die ganze Welt hat in 2001, 2 gedacht, Yahoo, das ist es. Was soll da jetzt noch kommen? Ne? Und dann kam halt Google um die Ecke und Amazon wurde groß und eBay wurde groß. Und viele andere relevante E-Commerce-Player haben sich, also es gab von eben Yahoo, was 1.0 ist, hat sich ein 2.0 entwickelt. Mhm. Auch mit Facebook. Und das ist ja auch, ne, der Unterschied zwischen Internet 1.0 und dann 2.0 ist ja dann genau das Thema soziale Medien. Damals hieß es übrigens auch noch Banking 2.0, witzigerweise. Was du damit sagen willst, ist, dass du aus diesem Grund sozusagen die Offenheit offen lässt, was noch kommen könnte nach Bitcoin, meinst du jetzt? Oder was die? Also ich bin mir sicher, also Bitcoin ist sicherlich aktuell der beste und stabilste Vertreter. Das ist vollkommen klar. Aber die, jetzt einmal aus Bankensicht gedacht oder aus Geldsicht gedacht, ist ja die eigentliche echte Innovation die Programmierbarkeit des Geldes. So sehe ich das zumindest. Also dass ich praktisch da Algorithmen zusätzlich hinterlegen kann, um Dinge eben sicher und automatisiert abzuwickeln. Also das größte Problem des heutigen Banking ist ja die Intermediation. Also ne, dass praktisch da immer irgendwie eine Bank oder ein Finanzdienstleister oder dazwischen hängt und auch einen großen Teil der Wertschöpfung nimmt. Also es hält jeder die Hand auf dem Weg des Geldes sozusagen. Genau. Mhm. Und das ist unnötig. Also jetzt mögen wir Zentralbankgeld oder also digitales Zentralbankgeld mögen oder nicht. Aber wenn man drüber nachdenkt, was das aus dem Prozess herausnimmt, wenn praktisch eine Zentralbank einfach auch Wallets aushändigen würde, ja, dann brauchst du eben an ganz vielen Stellen die Dienstleistungen von Banken heute nicht mehr. Da hat man vor 2 Jahren jemand oder vor 1,5 Jahren im Harvard Business Review einen schönen Artikel dazu geschrieben und auch mal berechnet, allein in den USA würdest du pro Jahr 750 Milliarden Dollar sozusagen an Banking-Dienstleistungen einsparen. Jetzt wäre das sozusagen halt das staatlich und zentral regulierte und Bitcoin ist dann halt eine Alternative, die eben privat organisiert ist im Vergleich zu staatlich organisiert. Und ich glaube halt die Welt, also ich glaube eben ganz, also ich glaube unheimlich daran, dass alles seinen Platz finden wird. Also es wird einfach Platz für digitales Zentralbankgeld geben. Es wird Platz auch noch für Bargeld geben, wie für die Ray-Steine auf der Insel Yap. Mhm. Sie spielen halt heute kaum noch eine Rolle, aber sie wird die trotzdem noch geben. Und es wird eben auch ein privates Geld wie Bitcoin
seinen Platz haben. Insbesondere dann halt, wenn man, wie man aktuell sieht, dass sich internationale Blöcke und internationale Währungsblöcke geben, wo am Ende vielleicht in 3, 4, 5 oder 10 Jahren vorübergehend Bitcoin die einzige globale Währung ist. Also ich glaube, dass wir aufgrund der derzeitigen geopolitischen Lage schon sagen können, dass das eine gemeinsame Koordination zwischen Ost-West und den Drittstaaten quasi für ein Weltwährungssystem wird es erstmal auf absehbare Zeit nicht geben. Das heißt, genau. Das heißt, eine neutrale Alternative zu haben, ist sicher nichts Schlechtes und das wäre Gold, aber Bitcoin ist eben digital und kann vor allem genau. auch von jedem genutzt werden. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn du sagst, die digitalen Zentralbankwährungen ersetzen quasi die Banken, Bitcoin ersetzt gleich beides, die Banken und die Zentralbanken. Nee, ich, und das eben, und nicht, weil ich Aufsichtsrat einer Bank bin, sondern und eine der Banken, wie zum Beispiel Hauck & Aufhäuser, ja auch Bitcoin- und Kryptowährungsfonds schon vor 2 Jahren und letztes Jahr aufgelegt hat und das Teil des Geschäftsmodells auch sozusagen Crypto Custody als Teil des Geschäftsmodells eingebaut hat. Klassisches Bankengeschäft eigentlich, ja? Das klassische Bankengeschäft, um eben diese neue Asset Class erweitert hat, was aus meiner Sicht halt unheimlich viel Sinn macht. Und ich glaube eben auch nicht daran, dass Bitcoin und Kryptowährung die Banken ersetzen, sondern die Aufgaben werden anders. Ja. Open Source hat auch nicht IBM ersetzt und auch nicht Microsoft, sondern es hat sozusagen ganz spezielle Funktionen, in der Welt übernommen. Und genau so sehe ich das eben auch. Und überhaupt die ganze Finanzwelt, die hat sich nicht konsolidiert und zentralisiert. Zumindest nicht, was deren Instrumente betrifft, sondern es sind eigentlich im Wesentlichen vor allem immer mehr neue Instrumente, Produkte, Ideen dazugekommen, wie abgelöst wurden. Also jetzt mal ein Beispiel, ein Scheck. Scheck gibt es jetzt heute eher noch selten. Die Amis verwenden das immer noch. Ja, aber auch selbst die verwenden es jetzt nur noch zu 10 oder 20%. Während es eben vor 10 Jahren waren es noch irgendwie 60, 70%. Also ja, die verwenden es auch, aber auch, also als ich in Deutschland meine Ausbildung vor irgendwie 34 Jahren gestartet habe, ich habe noch jeden Morgen die Schecks für die Kunden bereitgestellt. Ja, ja. Ja, und wenn ein Kunde gekommen bin, habe ich die praktisch dann nummeriert. Ne? Also, du hast so einen Scheckblock von 10 Schecks gehabt und hast dann die Kontonummer da sozusagen über eine Maschine eingetragen. Aha. Also das habe ich gemacht. Das war eine meiner Aufgaben als Auszubildender, das dafür zu sorgen, dass wir genug Scheckblöcke da haben, weil die Kunden sich meistens vorher anmelden. Und auch wenn welche reingeschneit sind, dass ich dann sozusagen den Kunden die Schecks mit der richtigen Kontonummer, weil die waren da nicht vor, sondern die musste halt dann noch maschinell eintragen. So, und Schecks spielen in Deutschland heute keine Rolle mehr. Es gibt, glaube ich, nur noch 100.000 Schecks pro Jahr in Gesamtdeutschland. Ich kann mich noch daran erinnern, mit meiner Mutter in den Supermarkt zu gehen und dann, wenn wir jetzt die Karte oder das Handy durchziehen, hat sie den Scheck ausgefüllt. Ja, genau. Aber heute müssten wir wahrscheinlich für unsere Audience hier, müssten wir jetzt einblenden den Wikipedia-Eintrag von Schecks, damit wir überhaupt erklären, was das überhaupt ist. Ja, ich habe vorher schon überlegt, ob wir Hu erklären müssen. Ja, genau. Ja, aber Scheck ist das, ist eines von wenigen Instrumenten, die mir so einfallen, die es nicht mehr gibt. Mhm. Aber in der Zwischenzeit gab es Terminbörsen, sozusagen derivate Geschäfte in einer Vielzahl, die es auch vor 30 Jahren noch nicht gab. Also vor 30 Jahren waren Derivate einfache Termingeschäfte, Calls und Puts und das war's. Ja, heute gibt es sozusagen eine Unmenge von eben strukturierten Finanzprodukten, egal in welcher Kategorie wir darüber nachdenken. Und die haben praktisch den Rest des Finanzsystems nicht abgelöst, sondern sie haben es erweitert und neue Klassen gebildet. Und so sehe ich eben auch Kryptowährungen. Es sind eben einfach eine neue zusätzliche Klasse. Jetzt können wir anfangen, uns drüber streiten. Machen sie 1%, 10%, 30% das sozusagen globalen
Geldgeschäfts oder Bankgeschäfts aus? Weiß ich nicht. Wird aber deutlich mehr als heute sein. Und ich sag mal, je länger wir in der Zeit voranschreiben, 10, 20, 30 Jahren, ist es nicht unvernünftig zu denken, dass 10, 20, 30 Prozent sozusagen der Abwicklung, Finanzabwicklung oder Geldabwicklung eben auch über Kryptowährung, Bitcoin und andere sozusagen daraus resultierenden Produkten passiert. Und Bitcoin hat eben die große Chance, sozusagen First of its kind zu sein, mhm, und hat eben für sich selbst die Chance als digitale Klasse. Ich persönlich sehe das ja vor allem als digitales Gold auch an, wegen der Limitiertheit. Da hat es halt eine sehr, sehr gute Position. Also ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass ich glaube, dass die Banken deswegen automatisch verschwinden werden. Ich wollte nur quasi den Vergleich machen mit den digitalen Zentralbankwährungen, dass die Banken, du hast gesagt, was 700 Milliarden könnten wir uns sparen, wenn das alles nichts kosten würde, hätten dann aber das Problem mit der Zentralisierung, da hast du einen Single Point of Failure, das kann auch nicht gut gehen. Und Banken wären theoretisch in gewissen Aufgaben durch Bitcoin genauso bedroht wie durch digitale Zentralbankwährungen, könnten aber Bitcoin auch stark nutzen. Das ist einfach nur eine neue Geldform. Und die Frage der Programmierung, die du erwähnt hast, finde ich schon wichtig. Ich sage halt, also es gibt diese Tendenz zu sagen, Bitcoin ist das E-Cash, das war eine gute Idee und so. Ich sage eher im Gegenteil, ich würde sagen, so Ethereum ist eher so die E-Cash-Variante, weil du musst erstmal eine stabile Basis, ist ja Geld, das heißt, du musst eine stabile Geldbasis bauen und dann kannst du diese Programmierungslayer, wenn du sie haben willst, oben drauf setzen. Und wenn das mit der Programmierung schief läuft, ja, dann läuft halt dieses eine Layer schief oder dieses eine Geschäft schief, aber die Geldbasis drunter, mit der noch ganz andere Dinge getan werden, die kann weiterlaufen. Das ja, ist genau die Idee von Bitcoin. Ja, ja. Also jetzt haben wir mehrere Themen nochmal angesprochen. Sozusagen Rolle der Banken. Die Rolle der Banken ändert sich dann halt. Ja, also weil so Sachen wie Unternehmensfinanzierung, Kreditfinanzierung muss ja trotzdem entschieden werden und beurteilt werden. Das heißt, diese Rolle werden Banken sicherlich auch noch haben. Aber auch die Rolle dann der Bitcoin-Verwahrung. Also das ist sozusagen in Abhängigkeit, über welchen Kunden wir reden, für den Kunden eben auch ein Convenience-Faktor, dass eine dritte sichere Stelle das für ihn macht. Nicht jeder wird eben zum Bitcoin-Nerd, der das sozusagen komplett selbst verwalten möchte. Man kann ja auch mischen, das darf man nie vergessen. Ich kann ja einen Teil bei der Bank lassen, einen Teil selbst verwalten. Genau, und das ist wahrscheinlich die dominierende Form in der Zukunft, dass man auf der einen Seite zentral, ich jetzt auch, oder du hast gesagt, ja, die Zentralbanken zentralisieren, das ist die Frage, die stellen sich natürlich auch die Frage, was ist denn eine Transition? Wie mache ich das denn? Also vorstellbar ist rein technologisch, dass die Zentralbanksystem zwar ein CDS-System, also Zentralbank Digital Currency, dass die das sozusagen entwickelt, ist es aber durchaus denkbar, dass sie das in einem dezentralen technischen Modell macht, wo die Banken auch da wieder die Aufgabe der Nodes übernehmen, sodass eben das Thema des Single Point of Failures gar nicht eben in der Ausmaß vorhanden ist, weil die Zentralbanken müssen ja den Banken auch eine Rolle geben. Die können nicht einfach sagen, nee, die haben, und sie haben ja in bestimmten Funktionen auch eine Rolle, wie zum Beispiel eben in der Kreditvergabe. Und auch Kredit wird es auch zukünftig noch geben. Ne? Also ja, das wird sich jetzt nicht in Luft auflösen und wir werden das auch zukünftig noch brauchen, diese sozusagen Investition, um Produktion zu ermöglichen. Von daher glaube ich, das Interessante wird sein, zu beobachten, in welcher Geschwindigkeit sich welche Form wie durchsetzt, beziehungsweise welchen Anteil gewinnt. Also es geht eben aus meiner Sicht nicht darum zu sagen, was ersetzt was. Den Blickwinkel teile ich nicht, sondern was gewinnt welchen Marktanteil in welcher Zeit. Und
Und die Tendenz ist, es gibt mehr Verfahren mit geringerem Marktanteil. Und dann gibt es so Zwischenphasen wie am Anfang, je nachdem. Klar, Amazon ist heute in seinem Segment teilweise sehr, sehr dominant. Aber auch Amazon wird irgendwann das Ende des Wachstums sehen, weil andere nachziehen. Und dann über spezielle sozusagen Lösungen da auch wieder einen, ich sag mal, für die Nutzer besseren, spürbaren Vorteil generieren. Es ist sehr, sehr spannende Sichtweisen, die du mitbringst. Ich würde gerne noch gegen Ende hin eben zwei Fragen erörtern. Die erste ist ganz kurz, du hast vorher gesagt, du bist also überzeugt, dass Bitcoin und oder andere Kryptowährungen sich in der einen oder anderen Form etablieren und durchsetzen werden. Glaubst du, dass das digitale Zentralbankgeld, so wie es jetzt angedacht wird, dass das auch garantiert auch kommen wird? Weil 100%, welches Problem das lösen soll, bin ich mir noch nicht 100% sicher. Naja, also was ja alle nicht sehen, sind die Abwicklungskosten, die eben Banken heute, also das ganze Bankensystem basiert, oder die bisherige Digitalisierung des Bankensystems basiert auf der simplen Programmierung, Nachprogrammierung manueller Prozesse von vor 100 Jahren. So würde ich das zusammenfassen. Also ich kenne Banken, ich nenne jetzt keinen Namen, da sind Kernprozesse 8-Loch basiert. Wirklich. Vom absoluten Anfang des Internets. Und Prozesse sind 1:1 so. Also ich meine, erklär mir doch mal heute einer, warum sozusagen mein Wertpapierkauf im Depot und im Geldbestand 2 Tage braucht, bis es mir wirklich gehört. Das kann mir keiner erklären. Das kann mir nur Leute erklären, die wissen, wie diese Prozesse zustande gekommen sind. Also ich kann es erklären, weil das eben einfach so lange, wie das damals alles gedauert hat. Es gibt heute überhaupt keinen Grund mehr, dass es so ist. So, und das erkennen natürlich alle Marktteilnehmer und auch die Regulatoren. Und wir haben jetzt eben mit Blockchain-basierten Systemen oder überhaupt mit diesem Real-Time-Settlement-Gedanken haben wir jetzt eben auch Technologien in der Hand, die das Problem lösen. Auch die Interbankenabwicklung. Mhm. Auch Vertrauensprobleme, Bankruns. Also Zentralbankgeld würde tatsächlich das Problem Bankrun lösen. Weil in dem Moment, wo auf der Einlagenseite jeder nur Zentralbankgeld hat, gibt es das nicht mehr. Dann gibt es keinen Bankrun mehr. Und ja, aber dann hat ja jeder das, wenn wir alle nur Zentralbankgeld haben. Nee, nicht nur noch. Wir haben es eben auch. Ja, aber dann gibt es schon noch Bankrun. Weil dann kann ich ja ins Zentralbankgeld. Deswegen gibt es ja diese Obergrenzendebatte, dass wir am Konto nur 3.000 Euro digitales Zentralbankgeld haben dürfen, weil sonst zieht jeder sein ganzes Geld zu Zentralbank. Nee. Man könnte ja jetzt eine Welt vorstellen, wo eben bei Banken keine Einlagen mehr liegen, sondern die liegen alle bei der Zentralbank. Das ist ja, die Welt ist ja vorstellbar. Ja, aber dann gibt's ja, dann haben wir quasi nur noch eine Bank. Warum? Ja, weil wir alle Einlagen dort liegen. Das gesamte Kapital ist. Ja, aber und wo ist das Problem? Also es ist dann ja die Zentralbank. Wo ist denn dann das Problem? Ja, ich bin kein großer Freund von Zentralbanken, also ich möchte mein Geld nicht bei der Zentralbank liegen haben, aber ich glaube, das Problem ist ja wieder der Single Point of Failure vor allem. Dann haben wir erst recht eine Bank. Gut, die kann das Geld drucken, aber dann zerstört sie es ultimativ durch die Inflation. Na gut, aber das ändert ja nichts von der Art und Weise, wie das heute funktioniert. Das dauert heute alles halt nur viel länger, weil viel mehr Schichten involviert sind. Aber das Inflationsthema ändert sich damit genau gar nichts. Es ändert sich nur zeitlich. Also die sozusagen, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die Zentralbank kann durch die bisherige Steuerung, dauert es einfach. Ja. Durch eine direkte Steuerung passiert es halt direkt. Aber konzeptionell macht das genau überhaupt keinen Unterschied aus meiner Sicht. Es ist dann schon interessant, eben drüber nachzudenken, wie eine Welt mit eben
auf der Einlagenseite reinem Zentralbankgeld aussieht. Aber Probleme löst sie dadurch sehr wohl. Also, und zwar auf der einen Seite Kosten- und Abwicklungsthematiken, aber auch das Thema Bankrun, weil das gibt es dann nicht mehr. Diese Single Point of Failure, denn das ist ein Thema, aber das ist durch eben dann die Zentralisierung, also wenn man es eben Blockchain-basiert organisiert, mit verschiedensten Node, das Internet ist auch ein Single Point of Failure. Also dem Moment, wo es keinen Strom mehr gibt, habe ich auch ein Problem. Okay, aber dann sind wir wieder bei der Frage, wozu wir es dann überhaupt, dann können wir gleich nur Bitcoin nutzen auch. Naja, daran glaube ich halt nicht, weil ich glaube halt daran, dass Menschen vielfältig sind und so wie du ja auch gesagt hast, du willst keine Welt, wo es nur Zentralbankgeld genau. gibt. Das glaube ich, das teilst du mit vielen anderen und deswegen glaube ich ja auch, dass einfach beides geben wird. Ja, okay. Ja. Naja, und das wird halt balanciert und aber es gibt halt dann in dem Sinne erstmal keinen Bankrun mehr. Ja. Und damit ist ein Problem gelöst. Und man nimmt vielleicht nicht sofort die 700 Milliarden Kosten aus dem System, aber man nimmt gegebenenfalls erhebliche Kosten aus dem System. Aber in dieser Welt, was machen dann die Geschäftsbanken noch? Die vergeben Kredite. Weil die Kreditvergabe unterliegt, also du, wenn du einen Kredit vergibst, musst du ja auch das Risiko des Kredites einschätzen. Das ist ja, also während sozusagen das Einlagenthema hat ja keine Intelligenz. Mhm. Es ist einfach nur Geld. Die Kreditvergabe braucht natürlich viel Intelligenz, weil du brauchst Industrie-Know-how, du brauchst Know-how über die Firma, wo du, dann brauchst du in welcher Höhe. Du könntest eine Welt organisieren, in dem die Geschäftsbanken die Kredite wie bisher verlegen. Und dann ist halt die Frage, ja, aber du brauchst auf der anderen Seite Einlagen, ja. Und das sind die auf der Zentralbank. Auch die Bank hat dann sozusagen ein Zentralbankkonto, wie sie es übrigens heute jetzt schon hat. Jetzt auch schon hat, ja, ja, klar. Und dann ist aber halt nur noch da das Geld drauf. Und das macht übrigens, vereinfacht auch das Treasury. Also die Banken haben ja, wir könnten jetzt stundenlang über, wie Banken im Kern funktionieren, reden. Aber sozusagen eine wesentliche Funktion der Bank in dem Zusammenhang ist ja das Folgende, die Risiko Transformation, ne? Also und die Losgrößentransformation. Und die bleiben auch in einer Zentralbankwelt bestehen, weil das Zentralbankgeld hat eben ja auch eine Verzinsung und eine Fälligkeit, ja, in dem Fall täglich. Ja, aber dein Kredit hat eben eine andere, nämlich einen Kredit vergibst du eben über Monate oder Jahre oder gar Jahrzehnte. So, und jetzt musst du, und beides hat Zinssätze. Und beides wiederum ist dann risikobehaftet. Und das ist nach wie vor, also das Banking wird an, heute ist sozusagen das Problem einer Bank auf der Einlagenseite, auch das musst du in irgendeiner Weise stark diversifizieren als Bank. Ja, und das würde wegfallen. Das ändert aber nichts, dass die Diversifizität deines sozusagen Kreditbuchs, das musst du natürlich nach wie vor machen. Diese Funktion würde eben die Zentralbank nicht übernehmen. Das machen nach wie vor die Geschäftsbanken. Und dann gibt es ja noch x andere Sachen. Aber dann hätte ich als Geschäftsbank auf der Einlagenseite ja gar kein Risiko mehr. Auch. Das ist doch super. Ja, schon, aber. Ja, was ist denn ein Nutzen von Risiko an der Stelle? Gar keinen Nutzen. Aber wenn du sagst, gut, das Bankruns würden verhindert werden. Aber wenn du auf der anderen Seite eben Bitcoin oder eine auch noch größere Kryptowelt hast, in die ich flüchten kann, dann kann ich ja trotzdem einen Bankrun machen, dann mache ich den Bankrun auf die Zentralbank. Ja, das ist aber halt die Frage, wie wahrscheinlich das ist und warum würde man das machen. Also klar. Ja, ich will schon flüchten, bei der Debatte darüber bin ich schon weg. Ja? Nee, so einfach ist es nicht. Also ich die Leute, also ich meine, beobachten wir doch Länder wie die Türkei und Venezuela. Ja, das stimmt. Die Leute Hyperinflation. Ja, ja. Trotzdem gibt es eine Zentralbank. Trotzdem wird in den lokalen Währungen getauscht. Und trotzdem werden wir in den nächsten 20 Jahren hier einen Podcast machen können, wo die Türkei wie auch Venezuela das Thema Inflation wieder in den Griff bekommen hat. Also ich sage mal, China beispielsweise, ich glaube es im 11. Jahrhundert, haben die das erste Mal Papiergeld gedruckt, so ungefähr.
Und das wurde irgendwann auch wertlos, als die angefangen haben, Papiergeld ohne Grenzen zu drucken. Trotzdem ist der heutige chinesische Yuan in einer gewissen Weise dann doch sehr, sehr stabil. Also es gibt halt keine absolute Antwort zu diesen Fragen, sondern es gibt immer nur Antworten in gewissen Zeiträumen und die verändern sich eben auch. Das Besondere ist, wir haben jetzt eine neue Technologie oder ein neues Konzept. Wir haben mit dem neuen Konzept Bitcoin eben auch eine neue Technologie, wie man das Konzept wasserdicht macht. Wir können auch darüber unterhalten, wie wasserdicht ist es beim Quantencomputer. Ja. Ich halte es trotzdem für wasserdicht, weil ich glaube, man wird eben mit, wenn Quantencomputer existieren, wird man eben dann auch die Bitcoin-Verschlüsselungsverfahren entsprechend updaten können und dann sind wir, haben wir wieder einen Gleichstand. Das heißt, das gab es vorher nicht. Wir haben es und ich glaube, die Welt wird vielfältig bleiben. Die Welt wird nicht zentralisiert sein. Sie wird vielleicht phasenweise wieder zentralisiert sein. Ich meine, jeder, der sich für Geschichte interessiert, wird sehen, dass wir aktuell wieder in einer anderen Phase leben, wie vielleicht noch vor 40 Jahren bis vor 10 Jahren, ja, wo das Thema Demokratisierung und Offenheit und Internationalisierung unheimlich stark nach vorne getrieben wurden. Jetzt sind wir halt bei den Themen offensichtlich ganz wieder im Rückgang. Das ist ja auch so ein Pendel, die Dinge gehen vor und zurück. Aber kann es sein, dass das sozusagen das Autoritäre als Reaktion eigentlich auf eine stärkere Dezentralisierung kommt, quasi auf den eigentlich bereits vorhandenen Kontrollverlust? Ja, ja, aber also ich glaube halt einfach, Sachen zentralisieren sich und autokratisieren sich und dann dezentralisieren und demokratisieren sie sich wieder. Mhm. Und das ist ein Pendel und das Pendel schlägt mal stärker aus und mal weniger stark. Und wir sind halt im Moment wirklich in einer sehr, sehr interessanten Phase, wo wir Live-Zeugen dieser Veränderung sind. Wenn man sich mal überlegt, wie lange wir vielleicht, sagen wir mal, die ersten 40 Jahre, wie stabil wir waren in unserem Leben und eigentlich nur eine Entwicklung in eine Richtung haben kennengelernt. Die ersten 40 in deinem Leben in jetzt. Meinem ja. Leben. Ja, ich bin so 50. Da kennen, oder ja, aber auch selbst meine Mutter, die 70 ist, die kennt eigentlich nur eine Richtung. Ja. Mehr Offenheit, mehr Weltoffenheit, mehr Demokratie, mehr Internationalisierung, mehr Globalität. Und jetzt geht es halt gerade wieder ein bisschen zurück, die letzten 10 Jahre, wo wir mehr Zentralisierung, mehr autoritäre Führung sehen. Und aber das heißt nicht, dass wir jetzt die nächsten 40 Jahre zumindest aus meiner Sicht, nur wieder in eine Richtung rennen, sondern ich glaube einfach, wir haben halt jetzt wieder eine neue Situation mit diesen Blockbildungen, die sich eine ganze Weile vielleicht auch stabil hält. Aber da glaube ich dann letztendlich auch an den generellen Fortschritt der Menschen und der Menschheit, dass sich das dann auch über die Zeit wieder einfängt. Und das ist ja nicht nur Politik, also Technologie ist ja schon stark dezentralisierend, nicht nur durch Bitcoin. Das, was wir jetzt hier tun, ja, vor 40 Jahren hätte ich da einen Fernsehsender und eine Lizenz dafür gebraucht und heute kann ich das einfach so auf YouTube stellen. Genau. Und auf Podcast natürlich. Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra, ich glaube, einen Tag auch angehängt hast bei deiner Reise zu deinem Aufsichtsratjob in Wien. Ich freue mich immer, wenn Experten vorbeikommen für interessante Gespräche. Sag uns doch, wo finden wir dich im Internet? Wo können wir dir folgen? Wo ist dein Content? Wie heißt dein Buch? Wo ist es zu kaufen? Ja. Also, wenn man mich finden will, gibt man am besten Frank Schwab Banking ein auf Google. Dann findet man mich in jeder Fasson. Mein Buch heißt Das Geld von Morgen und ich denke, am stärksten vertreten bin ich auf LinkedIn, versuche mich aber eben auch auf YouTube, auch auf TikTok, auch auf Instagram
Also ich umarme die neuen sozialen Medien eben auch. Twitter noch nicht? Doch, Twitter. Ja, Twitter. Also alle Medien, die man so kennt. Aber mein sicherlich stärkstes Profil ist auf LinkedIn. Und da auch Frank Schwab Banking, da gibt es da nicht so viele. Beziehungsweise er wird mich relativ schnell finden. Sehr gut. Ich werde alles verlinken, natürlich auch den Link zu deinem Buch. Herzlichen Dank nochmal, dass du vorbeigekommen bist.